Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Fallout New Vegas. Wir sind. Hey. Ja, hey, wir sind bei King. Mal gucken, ob der was Neues zu erzählen hat. Die Lage ist viel besser geworden, seitdem Sie uns mit den Soldaten geholfen haben. Danke nochmal. Also, was kann ich für Sie tun? Ach so, stimmt. Er meinte irgendwie, ich habe so eine Art Wunsch frei. Aber ich kann den mal was fragen. Zum Beispiel, woher haben Sie den Roboterhund? Ich habe Rex vor ein paar Jahren von einem Schrottsammler bekommen. Er hatte ein paar Beulen, aber einer der Anhänger hat ihn repariert. Okay. Stimmt irgendwas nicht mit ihm? In letzter Zeit benimmt er sich etwas seltsam. Ich habe ihn zu den Anhängern gebracht und untersuchen lassen. Sein Gehirn wird wohl schlecht oder so. Sein Gehirn wird schlecht, nein. Können Sie ihm helfen? Nein, Sie meinten, dass Sie nicht die Werkzeuge hätten, um ihm zu helfen. Oh, kann ich irgendwie helfen? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Wenn Sie eine Möglichkeit finden würden, Rex zu helfen, wäre ich sehr dankbar. Am besten reden Sie mit Julie Farkas im Old Mormonfort, nördlich von hier. Vielleicht haben Sie ja mehr Glück als ich. Ja, ich mag gerne Hunde helfen. Was können Sie mir über Pacer sagen? Erzählen. Pace? Er und ich sind hier aufgewachsen. Wir haben zusammen eine Menge durchgemacht und es gibt niemanden, den ich lieber an meiner Seite hätte. Nehmen Sie ihm nicht übel, dass er ein paar Kronkorken verdienen wollte. Er hat sie wohl für einen Landbesetzer gehalten, der Obdach suchte. In letzter Zeit sind viele Leute in die Gegend gekommen und das nervt einige. Kann ich ihm kaum vorwerfen. So richtig dicke haben wir es ja nicht. Okay. Dieses Gebäude ist interessant. Was wissen Sie darüber? Soweit ich das beurteilen kann, war es wohl mal eine Art religiöse Einrichtung. Oh ja, ich weiß, dass da draußen Schule steht. Aber alles hier drin scheint darauf ausgelegt zu sein, einen Typen aus den alten Zeiten zu verehren. Man kam hierher, um mehr über ihn zu erfahren, sich zu kleiden und sich zu bewegen wie er. Um zu werden wie er. Was sonst ist Verehrung? Okay. Wenn das eine Schule war, was stand denn auf den Stundenplan? Soweit ich das beurteilen kann, war der Typ, der diesen Ort errichtet hat, der coolste der coolen und hat andere Leute gelehrt, mehr wie er zu sein. Von überall her kamen Menschen, die lernen wollten, wie man wie er singt, tanzt, spricht und sich so kleidet wie er. Okay. Es ist also eure Masche, ihr tut so, als wärt ihr dieser Kerl? Ja, sowas in der Art. Wir haben ein paar funktionierende Bänder gefunden, als wir herkamen. Daher wissen wir, wie er klang. Leider gaben sie den Geist auf. Also haben wir sie an einen vorbeiziehenden Schrotthändler verkauft. Ansonsten würde ich sie ihnen vorspielen. Alle Outfits, die meine Jungs tragen, haben wir auch hier gefunden. Zusammen mit mehr Haargel, als man jemals benutzen könnte. Erzählen Sie mir mehr über sich, über ihn. Es gibt nicht viel zu erzählen. Es gab nur noch ein paar Bücher, die wir hier gefunden haben, und die waren ziemlich verrottet. Es gab hier aber ein paar Poster, die recht gut erhalten waren. Daher wissen wir auch, dass der ganze Kram auf diesem einen Typen basiert. Seltsamerweise wissen wir nicht mal, wie er hieß. Auf den Postern wurde er immer nur der King genannt. Ach so, ich weiß, wer es sein könnte. Und so kamen Sie zu den Namen? Tja, das und das große Schild draußen. Dort hätte auch Haus des Kings des Hundefutters stehen können und ich hätte den Namen übernommen. Aber ich halte seine Erinnerung gerne lebendig. Sprechen wir über was anderes. Gerne. Was schwebt Ihnen vor? Ihr sagt es ja, ich soll alle bis zum letzten Wort ausfragen. Darum frage ich den jetzt, reden wir über Freeside? Um Freeside zu verstehen, muss man ein paar Jahre in die Vergangenheit gehen. Ursprünglich waren wir nur Stämme, die in der Gegend lebten. Das änderte sich alles, als Mr. House kam. Er machte den drei größten Stämmen, die bereit waren, ihm zuzuhören, ein Angebot. Heute nennt jeder diese drei Stämme die drei Familien. Und sie leben im Luxus und haben ihre eigenen Casinos auf dem Strip. Der Rest von uns kann nun um die Krumen kämpfen und im Schatten des Erfolgs leben. Eine Zeit lang war es ziemlich fies. Aber wir wollten mehr. Einen Ort, der uns gehört.
Einen Ort, an dem uns niemand sagt, was wir zu tun haben. Und wir wollten hier bleiben. Also haben wir hier alles übernommen und es uns angeeignet. Und das ist heute Freeside. Das Beste, was in einer schlechten Lage möglich war. Okay. Ich sag mal, ich würde mal behaupten, wir fragen die restlichen Fragen irgendwann später. In Ordnung. Bis später. Weil wir kommen auf jeden Fall noch einmal, mindestens zwei, dreimal hier vorbei. Also, hey, was läuft denn so? Aber die Möglichkeit. So, ich bin noch am Überlegen, welchen Auftrag ich machen soll. Ich habe gerade überlegt, vielleicht könnte ich ja hier Auftrag von Veronica weitermachen. Die Experimentaldaten aus Vault 22 bergen. Aber ich habe gedacht, jetzt habe ich ja mit einem Hund da bekommen. Und ein Hund, die müssen wir natürlich helfen. Also sprechen wir mit Jules, Fakes oder wie sie heißt. Wie man den armen Hund retten kann oder helfen kann. Weil, oh, was war das denn? Weil Hundis muss man helfen. Erledigen Sie Ihre Einkäufe im Ja, Maul. Ich will nicht, dass du mich nervst hier. Immer diese Kinder, die nerven hier. So, gehen wir hier rein. Mal gucken, ob sie irgendwo da rumläuft oder ob sie auf in ihren Turm drin ist. Ja. Aber die läuft hier rum. Da irgendwo. Da. Hallo. Hey, schön, dass Sie da sind. Ja, der King meinte, sie wüssten mehr über seinen Roboterhund. Rex? Es bricht mir das Herz, wenn ich ihn sehe. Er ist so ein guter Hund. Ja. Wir können ihn also nicht heilen. Nein, Rex Verfassung ist weit jenseits dessen, was ich bewältigen kann. Er braucht einen Eingriff im Gehirn und eine komplexe kybernetische Wartung. Gibt es jemanden, der das alles könnte? Es handelt sich um einen alten Wissenschaftler namens Dr. Henry, der sich auf solche Eingriffe spezialisiert hat. Er ist wohl die beste Anlaufstelle. Soweit ich weiß, lebt er in Jacobstown, weit im Nordwesten. Vielen Dank, Sie waren eine große Hilfe. Kein Problem. Gut, dann gehen wir direkt dahin. Ja, ist schon wieder Punt, Punt, Punt. Was hat die mit ihren Punt, Punt, Punt? So, geh mal raus erstmal. Hallo, tschüss, meine ich. Aber diese Leute, die Hallo sagen. Einfach so random. So, wir müssen da lang, okay. Ich hätte gedacht, Jacob Town müsste man hier raus. Warte, ich guck mal kurz auf die Map. Ah, da ist die Weltmap. Was sein könnte, ich meine, da ist es ja. Wäre es nicht besser, wenn ich da schnell reisen würde, nach da? Da hätte ich dann etwas direkteren Weg, etwas näheren Weg. Dann müsste ich den Rest einfach zu Fuß bewältigen. Nein, ich drehe mich direkt um. Hallo! Für die Bruderschaft! Für die Bruderschaft! Obwohl ich nicht für die Bruderschaft... Oh, der hat sich totgestellt. Sie haben das extra Kammerjäger Rang 2 erhalten. Okay. Ist ja gut. Kann ich doch mal Gesundheitszustand sehen? Ach, du bist doch halb heile. Jammer nicht rum. Du bist topfit. So, lol. Warte, die hat doch... Warte, habe ich den richtigen Auftrag ausgewählt? Mit dem Nachricht zum Kings Rückkehren, dass Rex geheilt werden kann. Ach so! Ach. Ja. Oh, irgendwie hängt das Spiel gerade. Ah, da unten ist die Konsole. SV Sheets 1. Oh. Natürlich, es muss da noch 1 machen. Oh, geht nicht. Ist kein CSGO. Okay. Dann gehen wir direkt zum King. Ich dachte, ich kann ja direkt zu Jacob Town und sagen, ja, hier, mach mal. Das ist eine unnötige Hin- und Herreise, was man hätte vermeiden können, wenn ich einfach geguckt hätte, wo ich als nächstes hin müsste. Aber naja, das passiert mal. So, der King ist da drin. Jetzt muss ich hier einmal durchlaufen. Könnt ihr in den Kommentaren schreiben, was ich so generell machen soll, ob ich ja irgendwo hin müsste, und ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. So. Das Spiel ist zweimal da am Tor abgestürzt, als ich wieder dahin kam.
Ich weiß nicht, was das Spiel so für Probleme hat, aber ich tue immer jetzt... Oh, doch, der läuft gezielt auf mich zu. Was will er machen? Hey, helfen Sie nicht den Leuten hier in der Gegend? Der King meint, dass sie so weitermachen sollen und ich ihnen das hier geben soll. Ein Stimpack, sehr nett. Sehr großzügig von Ihnen. So, ich tue immer jetzt, wenn das Spiel abstürzt, aus Spaß, Maul, aus Spaß hier dieses Bluescreen-Symbol, Bluescreen rein. Eine Fehlermeldung zu euch, was war das denn? Muss ich mal kurz gucken, was da durch die Gegend geschleudert ist. Könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, ob ich das weiterhin machen soll? Oder aber immer so random Sachen machen soll, ich weiß nicht. Auf jeden Fall finde ich das halbwegs lustig und wertet ein bisschen das Let's Play auf, finde ich. Besser als einfach so rauszuschneiden. Aber wenn ihr sagt, dann schneid lieber einfach raus, finde ich besser. Nicht großartig hier bla bla, dann mache ich das auch. Die Lage ist viel besser geworden, seitdem sie uns mit den Soldaten geholfen haben. Danke nochmal. Also, was kann ich für sie tun? Jule sagt, dass ein Mann in Jacob Town Wex behandeln kann. Was hat sie gesagt? Warum hat sie das denn nicht gesagt, als ich bei ihr war? Mag daran liegen, dass ich damals so wütend war. Ich kann mich dunkel daran erinnern, ein paar Tische umgeworfen und Ärzte niedergeschlagen zu haben. Das sind auf jeden Fall grandiose Neuigkeiten. Leider passiert hier aktuell zu viel. Mir bleibt daher keine Zeit und meine Jungs brauche ich auch alle hier, um die Dinge ruhig zu halten. Sie scheinen ja ganz schön interessiert an meinem Hundchen Rex. Und sie haben auch schon gute Arbeit für mich gemacht. Ich sag ihnen was. Sie versprechen mir, dass sie Rexy zu einem Arzt bringen und ich leihe ihn ihnen. Was meinen sie dazu? Was, einen Hund ausleihen? Okay. Auf jeden Fall, ich werde dafür sorgen, dass es ihm bald besser geht. Ich kann ihnen nicht genug danken. Es gibt noch ein paar Dinge, die sie über den alten Rex wissen sollten, wenn sie mit ihm unterwegs sind. Er hasst Ratten. Kann die Dinger nicht ausstehen. Sobald er Riesenratten oder Maulwurfsratten wittert, setzt er ihnen wie ein geölter Blitz nach. Meist ist er ziemlich folgsam. Aber wenn er solchem Ungeziefer nachstellt, muss man ihm auch mal nachlaufen. Außerdem hasst er Hüte und Menschen, die sie tragen. Ich weiß jedoch nicht warum. Vielleicht denkt er, dass sich darunter Ratten verstecken. Das sollte aber auch alles sein. Abgesehen von den Ausfällen, wenn ihm sein Gehirn wehtut, aber darum kümmern sie sich ja hoffentlich. Ich drücke ihnen die Daumen. Und passen Sie jetzt gut auf meinen Rex auf, in Ordnung? Rex, das ist dein neues Herrchen. Pass auf ihn genauso gut auf wie auf mich. Hallo. Rex gewährt Ihnen das extra Suchen und Markieren, okay? Ah, jetzt habe ich zwei. Okay, Veronika kommt mir trotzdem mit, ne? Ist das nicht der Hund des Kings? Ja, das ist der King-Hund. Gut, dann machen wir uns auf den Weg nach Jacob Town. Jetzt können wir aber schnell Reise nach Vault 22 machen, damit wir einen etwas direkteren Weg haben und nicht erstmal 30 Kilometer da durch die Gegend laufen müssen. Jetzt müssen wir nur 15 Kilometer durch die Gegend laufen. Ist auch die Hälfte, ne? Okay, ich glaube 15 Kilometer wäre trotzdem übertrieben dargestellt, aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall die Hälfte der Strecke, circa. Muss genau da durch, also muss ich hier einmal so rum. So, Wuff Wuff und Veronika. Und hässliche Viecher. Batch. Kann ich auch das looten? Ja. So, so rum. Oh, leck, leck, leck. Oh, bitte nicht abstürzen. Danke. Danke, danke. Mal diese Lecks. Headshot, Headshot, Headshot. Boah, ist er durch die Gegend geflogen. Ich bin Schlimmeres gewohnt. Ja, sie ist Schlimmeres gewohnt. Level up! Yippie! So. Ich mach mal Sprengstoff auf 40. Schusswaffen auf 45. Reparieren auf 65. Komm, machen wir hier auch ein bisschen was rein. Da, Energiewaffen. Komm, Energiewaffen will ich 50 haben. Gut. Ah, jetzt darf ich auch endlich mal hier ein Extra auswählen. Gibt es neue Extras? Ja, Stufe 20. Die beiden sind neu gekommen.
Entdecker. Wenn Sie als extra Entdecker wählen, wird auf Ihrer Karte jeder Ort der Welt sichtbar. Ziehen Sie also hinaus und erforschen Sie die Welt. Dann entdeckt man, dann weiß man doch alles, wo ist, ne? Das ist langweilig. Wenn Sie ein Ziel im Watz-Modus töten, werden 20 Aktionspunkte für Sie hergestellt, sobald Sie Watz verlassen. Das heißt, wenn ich einen gekillt habe, kann ich direkt wieder Watz-Modus aktivieren, um den nächsten zu killen. Das ist schon mal sehr interessant. Ich habe mir, glaube ich, letztes Mal, wo ich die extra aussuchen konnte, gesagt, dass ich mich ein bisschen informieren werde. Das habe ich aber leider nicht gemacht. Das heißt, ich bin jetzt wieder komplett disorientiert, was ich jetzt auswählen kann. Aber ich glaube, ich wähle mal hier einfach mal das aus, oder? Intensives Training, weiß ich nicht. Schweres Nachladen ist, glaube ich, mehr oder weniger sinnfrei. Komm, ich nehme mal hier Sprint des Sensenmanns. Hört sich gut an. Gut, wir laufen dann weiter. Und ich würde mal sagen, wenn wir hier so weiterlaufen, mache ich mal eine Zeitbeschleunigung rein. Wusch! So. Hier ist so ein interessanter Ort, oder scheinbar interessanter Ort. Anhänger Unterschlupf. Schlupf. Erfordert Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel. Aber ist auf jeden Fall Anhänger. Von den Anhängern. So, dann mache ich mal wieder Wusch! Oh nein! Oh nein! Nicht die schon wieder. Mal gucken, habe ich irgendeine... Oh, ich habe so viele Waffen gesammelt. Lol. Dynamit. Caesar hat ihren Tod befohlen und die Legion gehorcht. Machen Sie sich kampfbereit. Ja, ja. Hey! So, ich werf mal den eine Granate zu. So, ich nehme mal gute alte Waffe. Watz wollte nicht so richtig. Komm, noch ein Kopf. Oh, das ging daneben. Hat sich genau in dem Moment geduckt, der Fiesling. Nein, Veronika. Nein, steh bitte auf. Sonst bin ich für immer traurig. Bitte, ach. Okay, sie lebt. Aber ich nehme einfach alles mit. Was habe ich verpasst? Nix. Alles so gut. Na komm, okay. Wir sind etwas zu schwer. Waren noch vier, ne? 1, 2, 3, 4. Oder war dann ein fünfter Mann? Ich glaube nicht, ne? Okay, dann würde ich mal jetzt vorschlagen, wir machen mal hier wieder dieses Wusch! Da ist ein Feind. Da werde ich mal... Oh! Ein schöner Feind. Hallo Feind! Der Feind! Ruby Hill Mine. Würde ich mal sagen, mach ich mal einfach so aus Prinzip mal kurz einen Abstecher hin und guck mal rein, was da so alles ist. Oh, hallo! Ein Lake Lab. Der. Oh ja. Sie haben das extra Tierfänger Rang 1 erhalten, okay? Finden Sie 50 mutierte Tiere. Hat er auch nichts dabei? Nee. So, gibt es hier etwas? Ist das jetzt ein größeres Komplex? Oh, hier geht es auf jeden Fall weiter. Würde ich mal behaupten, wir gucken irgendwann später mal hier rein. Am besten, wenn irgendeine Quest uns hier hinführt. Warte, ich schau mal hier kurz aber oben, ob da hier irgendein Loot ist. Irgendwas Interessantes. Nein, hier geht es auch nur noch weiter. Und da ist schon ein Gegner. Oder was? Nein. Gut, dann gehen wir mal einfach wieder raus. Und ja.
laufen dann unser Weg weiter Richtung Jacobtown, war das? Ich glaube schon. Ich laufe einfach der Straße entlang. Wusch! Ärger! Was war das? Was war da jetzt? Okay. So, hier wird es schön grün. Ist schon ein bisschen netter. Hier ist irgendein Ort. Da gucken wir mal kurz rein. Wir schon wieder die Mine oder so eine Art Blechhütte, okay. Ach so, ne, Mine wieder. Obwohl, hier ist es ein bisschen mehr loothafter, sag ich mal. Hier lootet man erstmal gemütlich. So, Sport. Guck mal hier in den Sprinter. Ah, das nehme ich gerne. Oh, Munitionskiste. Munition ist da drin gewesen. Unglaublich. So, was haben wir denn hier? Ja, das nehmen wir gerne. Teddybär und so, das nehme ich auch gerne. Teddybär. Komm, wir machen mal hier eine Stunde schlafen, damit wir wieder heile sind. Da in der Kiste war was drin, aber nichts Besonderes. Hier ist so eine Werkbank, da könnte ich die Sachen machen. Guck mal, was könnte ich machen? Rezepte, Elektronen-Akku-Überladung. Interessant. Naja, würde man sagen, gucken wir einmal kurz in die Mine selber rein. Aber es ist halt eine ganz große Mine, also gehen wir wieder raus und machen unser Auftrag weiter. Ey, ihr wollt es doch nicht. Das war Notwehr. So, wir gehen mal weiter auf der Straße und machen wieder dieses Wusch. Angriff! Oh mein Gott! So, Wusch. So, das scheint der Ort hier anzufangen. Mit auch Jacob Thorn. Da stehen Supermutanten, okay. Sie scheinen aber freundlich zu sein. Muss ich mit dir reden? Willkommen in Jacobstown, Mensch. Sie können sich frei bewegen, aber starren Sie das Nachtvolk nicht an. Sie werden nicht gern angesehen. Und wenn Sie zu RNK gehören, sollten Sie das für sich behalten. Sie ist hier nicht sehr beliebt. Okay. Kommen wir direkt zur Sache. Ich bin auf der Suche nach Dr. Henry. Der Doc ist in der Hütte. Der Doc ist in der Hütte. Das ist eine sehr direkte und gute Antwort. Was stimmt nicht mit dem Nachtvolk? Das Nachtvolk ist schizophren, weil sie ständig Stealth Boys verwenden. Einer der Gründe, warum ich Jacobstown gegründet habe, war, sie zu heilen. In der Stadt darf das Nachtvolk keine Stealth Boys tragen, damit ihr Wahnsinn nicht noch schlimmer wird. Das Problem ist, dass das Nachtvolk nicht gerne sichtbar ist. Sie sind ungern ungeschützt. Okay. Warum mögen manche der Supermutanten hier die RNK nicht? Eine Menge böses Blut zwischen Supermutanten und Menschen. Ganz alte Geschichte. Ein paar hier haben noch die Narben und Erinnerungen. Ich selber habe kein Problem mit der RNK. Haben teilweise zu hohe Ziele, aber sie bemühen sich. Die Legion ist eine andere Geschichte. Okay. Den werde ich auch mal später weiterhin gründlicher befragen, aber ich gehe erstmal rein. Bis dann. Und guck mir hier den Laden genauer an. Die Umgebung ist aber sehr schön. Jetzt habe ich Jacobtown offiziell entdeckt. So, Jacobtown. Sehr nett. Wer bist du? Supermutant. Dr. Henry ist ziemlich schlau für einen Menschen. Okay, der ist. Ich hab grad gedacht, dass Dr. Henry hier doch kein Mensch ist, aber zum Glück ist er ein Mensch. Also zum Glück nicht, aber es hat sich irgendwie so rassistisch an, wenn ich sagen würde, ja zum Glück. Ah, ich sag das lieber nicht, bevor ja. Hallo. Jimmy? Kleiner Jimmy? Wie groß du geworden bist. Schön, dass du deine Großmama besuchen kommst.
Wer ist Jimmy? Oh, Jimmy. Nun stell dich doch nicht so an. Komm her und gib deiner Großmama ein Bussi. Lieber nicht. Ich glaube, dass du mich mit jemandem verwechselst. Ich... Oh ja, Liebes, wie dumm von mir. Hab meine Medizin heute noch nicht genommen. Was kann ich für dich tun? Was tust du in Jacob Thorn? Ich hüte Großhörner. Das sind liebe, sanfte Kreaturen, aber manchmal ganz schön störrisch. Genau wie meine Enkelkinder. Auf Wiedersehen. Wir sprechen uns später, Liebes. Ja, es hat sich wie eine Androhung gehört. Gut, ich glaube, ich muss hier rein, aber ich guck mal noch hier so durch die Gegend. Aber ich gehe lieber rein. Bevor die mich hier... Was auch immer. Noch Hüpf. Ein Mensch. Einer war schon genug. Okay, einer war schon genug, das heißt, ich bin mit ihnen wahrscheinlich der einzige Mensch hier. Oh, nee. Nee, okay. Ja. Ghoul, okay, ist. Okay, das ist der Doktor. Gut, da würde ich mal sagen, ich beende aber jetzt die Folge. In der nächsten Folge werden wir hier mit dem Doktor sprechen und versuchen, hier den armen Hund zu behandeln. Bis dahin könnt ihr gerne oben links auf Abonnieren klicken. Rechts habt ihr zwei Videos zur Auswahl und wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Howdy. Ich hau die. Ciao.